Meine lieben Truckerfreunde, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen. Na, hier, Grombech und Goldini, ne, heißen euch ganz recht herzlich willkommen hier, ne. Mal ganz kurz mal gucken, ja, machen das mal hier so, bitte sehr, zusammen. Und, ja, ihr seht, es immer noch eine Monkey Island in der Musik, ne, das kann man aber machen, ne, das ist also, ne, wer gern was anderes hören möchte, soll mich bitte kurz anschreiben und mir das sagen, oder hier in die Kommentare, wie auch immer. Ich bin leicht erkältet, ich bitte das zu entschuldigen, dass ich hier ein bisschen Huschenbonbon drin habe, aber gut, das sollen wir schon irgendwie schaffen. So, Grombech und Goldini, wir sind ein Neuling. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken, was wir an Auftragsangeboten so zur Verfügung haben. Genau, wir lassen uns anstellen. Was anderes können wir nicht. Wir haben noch keinen eigenen Ball. Wir haben 27.000, okay? So, wir lassen uns anstellen. Was haben wir denn so? Käse. Käse von Osnabrück nach Kiel. Das gibt 5.600, okay? Dann Milchpulver von Lätsch nach Rostock. Dann Luxemburg. Wo sind wir denn aktuell? Sehe ich das irgendwo, wo wir sind? Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Das gibt auch 5. Ich glaube, wir fahren mal nach Kiel. Wie lange fährt man da? Angebot läuft in 34 Minuten ab. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt mal eine Runde Osnabrück nach Kiel. Ne, Kiel, muss mir merken, ne, dass ich nach Kiel fahre, ne, und ein bisschen mit Käse. Ne, und Käse hinten drauf ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Wir nehmen das Ding mal an. So, dann schauen wir mal, was ist so im Eurotrack Simulator 2. Bitte sehr, guten Tag auch. Oh, ist schon wieder dunkel und ist schon wieder am Plästern. Ey, Freunde, jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe die Regenwahrscheinlichkeit eingestellt bei super wenig. Warte, wo war der... Oh, was ist das denn? Ach, das ist Fernlicht gewesen. Okay. Ja, habe ich jetzt Licht an? Moment, das ist... Ach, das ist... Du hast mal eine coole Karre hier, ne? Anzukoppeln? Ist ja noch nicht angekoppelt. Ne, scheint noch nicht, aber nur ganz kurz mal... Ah, das war die falsche. Habe ich letztens mal die falsche Taste. Oh. Was ist das? Okay, das ist. So, okay. Okay. Ne? Euro Goodies, ne? Okay. Cooler Truck. Was ist das für ein Truck? Das ist ein DAF. Ey, bei so einem Schweinewetter soll ich hier losfahren? Warte mal. Wieso funktioniert mein Scheibenwischer nicht? Ich muss wahrscheinlich jetzt den Wagen anlassen. So, pass mal auf T, drücke ich mal ganz kurz. So, habe ich den Kollegen jetzt dran. Ganz kurz mal gucken. Moment, der war das, ne? Ja, sieht aber gut aus. Ne? Sieht, ne? Ich habe ja schon Ladung verloren, ihr wisst das, ne? Und das kommt vor. So, guck mal ganz kurz hier in den Truck. Das ist ein DAF. Das ist ein schönes Auto eigentlich, ne? Ja. So, okay. Ich muss hier ein bisschen runter, damit ihr da ein bisschen was seht von der Facecam. So, wir müssen jetzt hier irgendwie raus. Wo fahre ich raus? Da fahre ich raus. Also, okay, wie gehabt. So, dann mache ich mal die Karre an. Ah, das war die Hupe. Coole Hupe. Okay. Wagen an. Okay, habe ich aber jetzt mal ganz kurz hier. Ist das jetzt Scheibenwischer gewesen oder nicht? Ach, das ist Innenbeleuchtung. Aha. Ach, das ist der Scheibenwischer. Das ist Normallicht. Das ist Fernlicht. Weil normalerweise... Okay. Dann kriegen wir das. Weil ich dachte immer, wenn ich das Fernlicht ausmachte, ne? Machte, achte, dann war das mal so, dass die... wie soll ich sagen? Dass die... das Licht mal komplett aus war. Wir hatten ja schon ein paar Folgen, ne? Wo wir dann echt auf einmal gar kein Licht mehr hatten, ne? Und dann im Dunkeln tappen. Ich meine, ich tappe hier sowieso ziemlich im Dunkeln, ihr wisst das. So, wo muss ich jetzt? Ich muss jetzt nach rechts, glaube ich, ne? Ja, wir müssen nach rechts. Kommt da was? Das sieht aber frei aus, Freunde. Würde ich sagen, ne? Bretter mal durch, ne? Okay, 5 Stunden. Moment, ich muss mal ganz kurz was gucken. Weil ich... Oh, stopp. Weil ich jetzt weiß, ne, ihr habt ja letztes Mal mitgekriegt, dass ich irgendwie mein Gamepad immer selbstständig gemacht hatte. Ich weiß auch, woran das lag. Ich habe nämlich irgendwie... wo ist die Ampel? Ist die grün? Weil ich habe immer... ich stand irgendwie mit meinem Stuhl... Ich muss rechts. Okay, blicken wir mal rechts. Ich stand mit meinem Stuhl auf dem Kabel vom Gamepad und das hat irgendwie nicht wirklich gut verknust. Deswegen war immer irgendwie die Einstellung auf einmal weg. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre alles viel besser gelaufen, Freunde. Sind wir ein bisschen Licht, das Licht noch... Okay, ne, ich dachte, wir hätten das... Jetzt haben wir ganz normal an, ne? Ja, ich denke, jetzt haben wir es an. Ich bin ja nicht ganz so sicher. Ihr wisst ja, ich habe schon ein paar Strafen kassiert, weil ich, ne Idiot mit den Knöpfen mir nicht klarkomme, ne, weil ich kein Licht an hatte. Aber ist doch jetzt an, ne, Freunde? So ist aus. So, ja, das muss auf jeden Fall, das muss jetzt an sein, Freunde. So, anders geht es gar nicht. Anders ist das nicht zu erklären. So, da können wir jetzt fahren.
So, links ist richtig, ne? Boah, der kommt aber. Der ist aber sehr gemütlich, der gute Duff, ne? Das ist vom Blinker aus. Und jetzt, Vorfahrt 8, wo muss ich hin? Wir müssen jetzt hier durch den Kreisverkehr. Ach Gott, oh Gott. Muss ich da blinken, Freunde? Muss ich im Kreisverkehr blinken? Ich weiß halt ehrlich gesagt gar nicht. Wie ist denn das passiert? Hier muss ich aber rein, ne? Ich weiß nicht, habe ich jetzt einen Schaden gekriegt? Moment, ich könnte das doch irgendwo... Oh, Moment, das war das Falsche. Das war fernlich, das wollte ich gar nicht. Das waren die Scheibenwischer. Ich hatte mir nämlich irgendwo das Ding auf, das ist egal. Wir heizen jetzt ein, okay. So, gut, wir sind jetzt 5 Stunden unterwegs. Das ist eine lange Zeit. Wir dürfen hier 50 fahren. Ja, der braucht aber eine ganze Zeit, um aus dem Quark zu kommen, der Kollege. So, Osnabrück. Ach, wir sind in Osnabrück, okay. Wir müssen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nach Kiel. Vor allem müssen wir gleich dran erinnern, dass wir nach Kiel fahren. Weil ihr wisst ja, ich vergesse das gerne mal wieder. Ne? Und ich muss jetzt mal ein bisschen konzentrieren, bis wir auf der Bahn sind. Und dann ist es... Okay, da müssen wir bremsen. Wir müssen links. So, da sehe ich keinen... Oh, Vollmond, Freund. Wir haben Vollmond. Das ist... Wunderbar. Hier ist Überholverbot. So. Gut, ich glaube, so ist die Einstellung halbwegs gut, dass wir, dass ihr auch meine Fresse so halbwegs auf dem Lenkrad, dass ihr ein bisschen was von den Armaturen seht. Wobei ich die Armaturen nicht so ganz verstehe. Okay, das ist... Ja, doch, geht. Mhm. Ja, ja, da sind wir wieder on the road, ne, liebe Leute. Das ist, finde ich ja gut, dass das Spiel so gefällt, ne, also dass ihr das ganz gerne schaut eigentlich, ne. Das ist immer eine prima Sache. Wir müssen geradeaus. Geradeaus ist da Vorfahrtstraße, gut, das ist... Wo ist sie voll am Abblinken, am Abblitzen hier? So, ich glaube, das Ding können wir ausmachen. Ich glaube, aktuell regnet das gar nicht. So. Okay, Hamburg, Bremen. Oh, ich glaube, Kiel ist auch irgendwo im Norden. Ne? Okay, da müssen wir uns gleich da rechts uns halten. Ihr wisst ja, ne, wenn irgendwann grün wird auf dem Navi, da kriege ich irgendwie schwitzige Finger. Ne? So, müssen wir in Richtung Hamburg wahrscheinlich. Ne? Gut, wir müssen hier auf jeden Fall rein. Bremsen wir ein bisschen ab. Komm, Alter, jetzt sag mir nicht, dass du hier nicht aus dem Quark kommst, ey. Bin ich jetzt echt hier in der Scheißauffahrt hängen geblieben? Okay, ich glaube, so geht's weiter. Wer soll denn in so eine Auffahrt reinfahren mit so einem Hänger? Das ist so unglaublich. Ich meine, der größte Hänger sitzt vor dem Bildschirm, ihr wisst das, ne? Aber. Okay, dann fahren wir hier mal weiter. Moment, erstmal ganz kurz hier wieder einstellen. So. Okay, dann hier ist mal ein bisschen Rotz hier. Hier müssen wir Vorfahrt achten, aber Vorfahrt ist was für Angeber. Ne? Okay, da kommt einer. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Okay. Wir blinken brav. Ich sehe keinen aktuell rein, rüber, drauf. Ja, aber die Leute, dann sind wir wieder hier nur on the road. Schade, dass es wieder Nacht ist. Ich muss gleich mal gucken, dass ich irgendwie nicht nur Nachtaufträge kriege. Weil wir ganz gerne was von der ganzen Scheiße hier sehen. Ich meine, der Sternenhimmel ist schön romantisch. Ihr wisst ja, ich habe eine sehr romantische Ader. Aber hier nun auf Dauer ist das auch ein bisschen, wie soll ich sagen, da ist schon wieder was grün. Freunde, wieso? Wo müssen wir jetzt schon wieder runter? Ich denke, okay, wir nehmen irgendwann ein paar hundert Kilometer auf einer Bahn bleiben, ey, liebe Leute. Ist doch unglaublich. Okay, ich guck mal, ne, ob ich irgendwas entdecken kann, ne? Dass ich hier aber fährlich fahre, ne, das ist dem Let's Play geschuldet, ne? Ich will ja, dass ihr ein bisschen hier was seht, ne? Ne, und die entgegenkommenden Autos, das ist zwar ärgerlich für die in Momenten, aber es sind fiktive Autos, es sind virtuelle Autos, ne? Insofern lassen wir das mal so, ne? Ja. Was jetzt geradeaus? Ja, aber wieso ist denn jetzt diese verkackte Pfeile da? Oh, pardon, das war so. Okay. Ihr wisst ja, in Rechtsblinken habe ich es nicht so, weil da muss ich vom Gas und ich habe einen Gasfinger. Und das ist immer eine sehr gefährliche Sache. Der Gasfinger von Spielkind 45 ist legendär, ne? Ein Vollgasfinger, ne? Das geht nicht anders. Das ist alles andere, ist was für Weicheier. Und das sind wir beim besten Willen nicht, ne? Da fahren ein paar Autos in die Gegend, das ist schön. Oh, ich darf echt nirgendwo gucken, ohne dass ich irgendwie... Wieso ist es denn hier so kurvig? Hier ist eine Autobahn, das muss geradeaus gehen. Oh, das war die falsche Taste. Moment, das war die richtige. Okay. Also ganz wirklich aus dem Buschen kommt der Kollege nicht. Was haben wir denn drauf? 90. Okay, ich nehme alles zurück, Kollege. Ich nehme alles zurück.
Das sind ein paar Würfel. Moment. Groningen? Wo? Geradeaus. Ich glaube, dann gehe ich schon mal rüber. Sicher. Na, da kommt aber einer mit hohem Geschwindigkeitsrausch angeheizt. Wir müssen Groningen, Amsterdam, Hamburg. Weiß Kiel denn nicht Richtung Hamburg, Freunde? Was ist denn mit diesem Navi? Ich verstehe dieses Navi nicht. Müssen wir jetzt hier. Ich glaube, wir müssen hier. Ja. Gut, okay. Habe ich mal, ne? Glück gehabt. Oh, der Morgen dämmert. Das ist schön. Wie war das bei. Moment, ich fahre hier mal ganz kurz rüber. Bei Dieter Krebs, ne? Und bei SketchUp, ne? Sagt die Frau zum Mann: hey, schau mal, der Morgenkraut. Und Dieter Krebs so ganz trocken. Damn. Seine Frau war nicht die Schönste, das muss man dazu sagen, aber ja nun. Hamburg-Kiel, ich glaube, wir müssen rüber, ne, Freunde? Ich habe ganz dezent angeblinkt, ne, also einmal, ne, das reicht normalerweise auch. Aber schön mit dem Holzinterieur, ne, das gefällt mir gut. Also, wenn ich irgendwann mein eigenes Geld für einen eigenen Wagen habe, dann will ich auch auf jeden Fall so schönes Holz da drin haben. Hamburg-Kiel, Hannover! Hannover 96, kennt ihr das? Und Holstein Kiel, ne? Bei Werner, ne? Beim Brösel, ne? Ja, und Hamburg, ne? Der HSV, ne? Ja, was willst du sagen, ne? Sagst du nix? So, ich glaube, wir müssen nochmal draufbleiben. Dann sind wir nämlich ganz richtig hier. So, 89, Kollege. Gut, es geht ein bisschen bergauf. Wir bleiben hier auf jeden Fall. Wir müssen nach Kiel, ne? Ist Kiel nicht oben auch in Hohen Norden, ne? Ich meine, das wäre doch in Norden, ne? Ihr wisst ja, ich bin an der Karte eine totale Vollnoob. Bastille, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, Rostock hier, wir bleiben geradeaus. So, die Bahn ist aber schön frei, ne, weil es ist morgen, es ist 4.43 Uhr, coole Sache. So, schlafen müssen wir eigentlich nicht erstmal, ne? Ich denke mal, das schaffen wir, ne. Mhm. So, Kiel weiter geradeaus. Das machen wir, Freunde, das machen wir, ne. So, wir können ja, wenn es gerade ausgeht, noch mal ganz kurz hier gucken. Euro-Goodies, ne? Oh. Oh, ist hier die Bahn zu Ende, oder was? Gehen mal rüber. Muss ich wieder vom Gas? Das ist wie gesagt, ihr wisst, das mache ich nie gerne, ne? Vollgas ist meine. Also, ich wäre auch gerne Formel-1-Fahrer gewesen, geworden, ne? Aber das hat irgendwie nicht funktioniert, weil, ne, da hatte ich dann doch ein bisschen. Das ging nicht, ne? Ich hatte Verträge, ne? Von. Ich glaube, es war Ferrari, ne? Und, Nein, natürlich gelogen. Ich bin. Ach ja, wenn eine Raststätte. Okay, eine Raststätte wollen wir aktuell nicht. Und, ne, war nicht gelogen. Ich hatte wirklich Ferrari. Das war. Die waren heiß auf mich, ne? Weil ich mit, ja, ich glaube, ich war 25 und ich war Go-Kart-Meister, ne? War auch gelogen. Ich habe noch nie einen Go-Kart gefahren. Insofern, ja. Mal sehen, wir wissen ein bisschen was von der Landschaft hier, ne? Das ist sonst so traurig und trostlos, wenn man natürlich die Nacht brettert. Ich meine, hat auch was für sich, ne? Hat auch ein bisschen was Romantisches mit der Nacht, ne? Aber irgendwie. Ich weiß nicht, ich mag auch den Tag ganz gerne. Ich bin zwar auch eine kleine Nachteule, das gebe ich zu, ne? Aber Tag hat auch was für sich. Also hat alles was für sich. Ne? Also, ne? Man kann der Nacht was Gutes abbringen, man kann dem Tag was Gutes abbringen. Man kann eigentlich allem und jedem was Gutes abbringen. Ne? Ich meine, bei einigen Menschen, die wissen das sehr gut zu verstecken und sich zu tarnen. Aber ja nun, was willst du machen? Ne? So, ganz kurz mal, ich glaube, so ist es ein bisschen besser. Ne? Was haben wir drauf? 89. Naja, okay. Das ist ein schöner grüner. Was ist das? Ein Hanffeld? Ich weiß es nicht. Ne? Legalized, ne? So, okay, dann. Ja, aber schöne Landschaft hier, ne? Also bis jetzt läuft es ganz gut, ne? Ich habe noch nicht zu viel Mist gemacht, ne? Das kann noch kommen. Wir warten mal das Einparken ab. Also da werde ich jetzt auch nicht lange rumzögern. Also ich habe das gemerkt. Ihr schaltet doch, wenn ich dann beim Einparken versucht bin, doch rechtzeitig schon mal. Gerne früher ab, ne, um euch das Desaster nicht anzuschauen. Letztes Mal sind wir drum rumgekommen, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Ich denke mal, heute werde ich das irgendwie nochmal auf jeden Fall probieren. Und, naja, ich meine, die hartgesottenen Spielkin-Fans, die gucken bis zum Ende. Und die hartgesottenen Eurotrucks-Fans, die gucken wahrscheinlich maximal bis zur Hälfte und dann lachen sich kaputt und knipsen aus. Ne? Ja, aber ja, so ist das Leben eben. Es muss auch Beben geben. Oh, muss ich hier irgendwo runter? Also Richtung Hamburg? Ja, ich glaube, wir müssen hier wieder rüber, okay? Okay, wir gehen mal ganz kurz rüber. Ich meine, das wäre richtig, ne? Ja, Kiel ist immer noch geradeaus, okay.
Das kriegen wir hin nach Kiel, ne? In Kiel bin ich noch nie gewesen, weil in Hamburg war ich schon, war schon ein paar Mal, ne? Auf der Reeperbahn und so, ne? Man kennt das ja, ne? So, ganz gut, wir bleiben erstmal geradeaus, 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 geradeaus. Aha. So, ich muss mir irgendwann mal überlegen, dass ich, Kiel, dass ich mal den Tempomat auf das Gamepad irgendwo lege. Denn Gastfinger kann auch ganz schön anstrengend sein, Freunde, wenn ihr dann echt eine halbe Stunde das Ding durchdrückt, dann wisst ihr mal, was ihr getan habt. Also, ne, ich bin dann echt, ich meine, gut, ich bin sowieso nach dem Let's Play immer ziemlich fertig, weil das doch für mich sehr anstrengend ist, weil, vielleicht soll ich mal ein bisschen bremsen. Was habe ich drauf? 49, okay. Okay, wir sind auf jeden Fall richtig, das finde ich schon mal gut. Das hätte ich mir gar nicht zugetraut, so ehrlich gesagt. Ja, Alter, jetzt nicht schwächeln hier, gib mal ein bisschen mehr der. Ich, wie gesagt, Gasfinger drückt voll durch, ne, aber irgendwie. Der Duff ist ein bisschen behäbig. Behende, behäbig. Das ist. Oh, jetzt fängt er sich aber gut. Jetzt fängt er sich. Pass mal auf, Kollege. So. Jetzt müssen wir erstmal wieder geradeaus, oder was? Okay, muss ich, glaube ich, rüber, ne? Muss ich rüber? Kiel, jo, ich muss rüber. Okay, da ist der. So, Zim. Kiel, Rostock, Berlin. Ich war mal in Berlin, war. Ich hatte noch einen Koffer da gelassen, war. Ne, meine Großmutter, da habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Meine Großmutter, das war eine waschechte Berlinerin, war. Na, das sind wir dann. Ich sag ja, aber Großi, ne? Wir nannten sie mal Großi, ne? Irgendwie, ne? So, als es dann mal Berliner geben sollte, ne? Ich sag, ja, Großi, sag mal, was sagt ihr denn für Berliner? Na, das sind Eierkuchen. Das sind Eierkuchen? Wie sagt ihr zu Pfannkuchen? Ne, genau, das sind keine Eierkuchen, das sind Pfannkuchen. Ich sag, wie Pfannkuchen? Und wie nennt ihr dann Pfannkuchen? Na, das sind Eierkuchen. Okay, hab ich was gelernt, ne? Also, und wie gesagt, der Berliner sagt. Der sagt Pfannkuchen für den Berliner und Eierkuchen für den Pfannkuchen. Also, das ist schon. Da musst du schon Berliner für sein, um das zu verstehen. Der sagt ja auch, glaube ich, ein Viertel, ne? Was haben wir denn? Ein Viertel zwölf, wa? Da weißt du nicht, was ist denn das jetzt? Ist das ein Viertel nach elf? Ja, ich glaube, das ist Viertel nach elf, weil das ein Viertel auf zwölf ist. Das habe ich nie ganz verstanden, Freunde, ne? Ufo, Mann, du guckst doch bestimmt hier wieder, ne? Kannst du mir das mal erklären mit dem Viertel, wie das ist? Ich glaube, ein Viertel zwölf ist Viertel nach elf. Sehe ich das richtig? Ich fahre hier mal rüber. Da muss ich vom Gas gehen. Hat der Gas hier noch ein bisschen Pause, ist gut, ne? Ja, wie gesagt, ne? Also ein Viertel zwölf ist glaube ich, Viertel nach. Und dann sagen sie drei Viertel? Und das ist dann, glaube ich, Viertel vor zwölf, ne? Drei Viertel zwölf. Ich glaube immer auf, ne? Aber Freunde, ich weiß das nicht. Ne? Ich hatte zwar eine Berliner Großmutter, ne? Aber ja. Die philosophischen Diskussionen, die nee, da war dann schon, das war das Ding, das war eigentlich das so. Okay, da wird wieder was grün, ich sehe es, aber eine schöne Gegend hier, liebe Leute. Man müsste ja eigentlich nochmal direkt. Okay. Ist das betrunkene Spielkind am Steuer? Nein, das ist nicht betrunken, aber. So, ich glaube, ich muss wieder rüber. Ne? Okay, du überholst mich jetzt. Ne, Kiel. Wir können beide fahren, aber was schlägt denn das Navi jetzt vor? Soll ich jetzt hier runter oder was? Also, ich glaube, Navi sagt nein. Ja, sieht erstmal richtig aus. Aber da geht er da auch noch Kiel. Okay, wir folgen erstmal dem Navi. Ja, ich habe mal eine. Aber ja schon erzählt, dass wir einige Dokus über die Truckies jetzt gesehen haben, seitdem ich das spiele, jeder Spiel. Und da war ein Trucker, ne? Der hatte zwei verschiedene Navis an Bord. So, ich fahr mal wieder rüber. Und der musste irgendwo hin und beide Navis haben ihm was total Verkehrtes gesagt. Der Typ war total verzweifelt. Der stand dann irgendwann, war fast am Weinen, ne? Das eine Navi zeigte nach rechts, das andere nach links und er kam und kam nicht von der Stelle. Aber für sowas empfiehlt sich natürlich dann entsprechend mal Fenster runter, ne? Dann rausrufen. Sag mal, Meister, wo geht es denn hier nach Achter? Ne, pass mal auf, Kiel. Ich glaube, wir sind richtig. Richtig. So. Da willst du, ich glaube, hier müssen wir jetzt runter, ne? Ist das so? Okay, ich sollte schon mal ein bisschen langsamer werden. Aber nicht zu langsam, weil ich glaube, da vorne geht es wieder bergauf, oder? Ich habe 64 drauf. 64. Okay, ist die Autobahn zu Ende. 90. War das 90? Ich habe gar nicht drauf geachtet. War das jetzt 90? Oh, wir sind schon in Kiel. Boah, das ging ja fix, Freunde. Das war ja aber ratzfatz hier. Ich habe jetzt irgendwie. Ich wollte zurückfahren. Ich, Idiot, fahre jetzt auch noch hier die rote Ampel. Unser Versuch hier ist aber entscheidend.
Ich weiß gerade irgendwie, ist jetzt irgendwie, wir haben eh bezahlt für Rot, insofern, wir müssen ja auch rechts, pass mal auf, gib mal Mathe. Scheiße. Jetzt sind wir so in Kiel, da habe ich mich so gefreut und dann... 90. Verdammte Kacke. Ich weiß jetzt nicht, wie der Schaden aussieht, aber okay. Mann! Fuck, wir müssen da geradeaus. Ich habe echt geträumt von, das war Sekundenschlaf. Ihr habt es gesehen, ihr könnt das bezeugen, das war Sekundenschlaf. Aber ich bin ehrlich, ich hatte auch den falschen Knopf wieder. Ich hatte meinen Gasfinger wieder. Der hat wieder... Ne, der macht ja, was er will. Ich habe einen Doppelklickfinger, ihr wisst das ja, ne? Und der macht, was er will und... Scheiße, das ärgert mich. Diese verkackte rote Ampel, das war auf jeden Fall der Gasfinger. Ich wollte zurückfahren und bin vorgefahren. Ja, wer es nicht kann, soll es lassen. Aber ich fahr ganz gerne mehr durch, so ein bisschen durch Deutschland, ne? Jetzt fahren wir aktuell nach Kiel. Und ja, wir haben ein bisschen Käse drauf, da kann ja nicht viel kaputt gehen, ne? Ja, ich meine, Verpackung drauf was, die können auch kaputt gehen, dann ist der Käse schmutzig und dann, ne? Aber ja nun, ich hoffe, der andere verklagt uns jetzt nicht wegen Schleudertrauma. So, was habe ich jetzt hier drauf? 61. Erst macht den Scheiß weg. Erst ist ja schön, dass ich das weiß, aber ich sehe nichts. So, ich muss erstmal geradeaus. Okay. Kacke, ey, gegen Ende noch ein Crash, das ärgert mich ein bisschen, ohne Scheiß. Das kostet wieder 1000 Pfeifen. Mit Sicherheit. Okay, wir müssen geradeaus. Ist jetzt schon wieder ein Kreisverkehr? Geradeaus? Wie geradeaus hier ist? Oh, ich glaube, wir hätten da reingemusst. So, das habe ich natürlich wieder total verschwitzt hier, ne? Okay, jetzt kommt wieder, ne? Also, ne? Hardcore-Fans werden sich jetzt freuen. Sagen wir mal. Eurotruck-Fans werden weinen und schnellstmöglich abschalten. Ich will es aber auf jeden Fall probieren, Freunde. Ich will mal ganz kurz gucken. Das muss doch irgendwie machbar sein. Also, ich habe ja schon ein paar ganz gute Tipps gekriegt, aber irgendwie kann ich die nicht umsetzen. Die Tipps. So, Moment, jetzt mal ganz kurz, jetzt finde ich nicht die falsche Taste. Okay, wir müssen da rein. So. Okay, beim Einparken, liebe Leute, sage ich immer nicht sonderlich viel, weil ich mich da echt im Streifen konzentrieren muss. Aber das wird keiner, das sehe ich so schon, dass ich keiner hier. Okay. Na gut, dann machen wir mal Folgendes. Wir fahren mal ein Stück nach vorne. Okay, so, jetzt nochmal. Jetzt spielt eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, dann einpacken mit Spielkind 45. Ja, ich parallel parken kann ich, liebe Leute, aber danach wird es irgendwie ein bisschen finster. Okay, das war auch keiner. Okay, dann nochmal nach vorne. Pass mal, jetzt stehe ich da hier super gerade. Okay, ein bisschen nach vorne. So, und jetzt reicht das. So, jetzt mal zurück. Ja, der verkaltert wieder. Und die andere Richtung. Okay.
doch irgendwann mal hinkriegen. Ich meine, ihr wisst, ich spiele das nur fürs Let's Play. Nur knapp einmal die Woche. Also ich finde, ich bin schon fast drin. Also, ne? Ich habe, wie gesagt, parallel parken kann ich. Okay. Aber der wertet das natürlich nicht als... Aber also wir fahren noch ein bisschen vor. Okay. Okay, warte mal, so einschlagen. Fuck, das war schon wieder falsch. Ne, ihr wisst ja, mit dem querverkehrten Denken hab ich es nicht so, ne? So, ich glaube, jetzt stehen wir ganz gut. Pass mal auf, jetzt hier nochmal. Warte, also ich muss jetzt nach. Da muss ich da. Ich glaube, ich muss so einschlagen, ne? So. Jetzt zurück. Aber da stehe ich scheiße, ne? Ja, das war leider verkehrt. So, das war leider komplett verkehrt. Aber ich gebe nicht auf, Freunde. Ich gebe nicht auf. So, okay, jetzt machen wir mal. Jetzt schlagen wir mal so ein. Kann sich nur um Stunden handeln, Freunde. Ihr könnt ruhig abschalten. Dann verpasst ihr natürlich das glorreiche Ende, wenn ich es schaffen sollte. Ne? Aber ja nun, es ist... Okay, warte mal, jetzt machen wir ganz kurz. So. Nein, nein, ich will nicht überspringen. Ich will es auf jeden Fall... Oh. Oh, ich glaube, ich bin da dran geschraddert. Nein, ich will das nicht überspringen. Ich will das schaffen. Wo kommt denn der Kollege gerade her? War der eben auch schon da? Na klar, wenn ich in 2 Stunden rumpacke, dann kann das schon mal passieren. Ne? So, warte mal hier. Ja, ja. Einen Versuch will ich nur. Okay, ich habe schon wieder falsch gedacht, aber immer. Also ich finde, ich bin drin. Gut, der Kollege hat jetzt nicht wirklich viel Platz, aber... Die wollen es genau, die wollen es echt genau. Aber 2 Minuten habe ich noch vor, bis zur halben Stunde. Muss es doch irgendwo mal packen, ey. Ich meine, ich bin zwar blöd, ne? aber. So, was mal, jetzt halt mal. Jetzt halt mal. Ich glaube, ich schlag mal so ein. Ich glaube, ich schlag mal so ein. Dann ganz Millimeter zurück. Das war schon wieder falsch. Ich bin schon wieder in die falsche Richtung, okay? Aber Freunde, ich will das endlich mal lernen. Ich will das endlich mal lernen. Man muss das immer können. Okay, wir müssen auf jeden Fall... So, ich glaube, ich muss so einschlagen. Weil ich will nach da, dann muss ich so einschlagen, oder? Ich glaube, Sven hat das mal irgendwann kommentiert. Oh. So, jetzt stehe ich aber ganz gut. Wenn ich jetzt nur geradeaus fahre, genau geradeaus, müsste es eigentlich funktionieren, Freunde.
Oh, oh, nein, nein. Wir hatten es doch schon, wir hatten es doch schon. Komm, ein Stück nach vorne, ein Stück nach vorne. Ein Stück nach vorne. Wir sind drin, Freunde, wir sind drin. Na gut, ich meine, perfekt geht anders, aber meine erste Einparkaktion. Gute Arbeit. 5000, okay, wir haben natürlich hier ne, Schäden. 23, okay, wir sind immer noch Neuling, aber wir sind gewachsen. Liebe Leute, gute Arbeit. Gefahrene Strecke, wir haben 5 Stunden gebraucht, okay. Wo geht's weiter? Liebe Leute, ich habe das Ding echt eingepackt. Ich meine, krumm und schief, ihr wisst das, ne, aber... Ja, es hat funktioniert. Haben wir eine neue E-Mail? Haben wir nicht. Gut, dann würde ich sagen, ne, Grombech und Goldini. Ne, wir sind eine Schiffsfirma, das wissen wir. Aber ne, dafür hat es mal wieder Spaß gemacht. Ich, ja, das Ganze kommt ja immer sonntags. Ich hoffe, ne, ihr seid nächsten Sonntag wieder dabei, wenn wir wieder... Wir können mal ganz kurz mal in das Auftrag, was es so gibt. Mhm. Was wir nächstes Mal so machen können. Da gibt es 8000 für. Von Rostock nach Duisburg. Boah, geil. Von Rostock nach Duisburg. Das gibt 8000. Cool. Ja, das ist also in Duisburg, ne? Oder Köln. Das ist ja das Land für mich, wo ich nicht hin darf, ne? Weil Fortuna und so, ihr wisst es, ne? Und ja gut, das wir überlegen uns das im nächsten Mal, ne? Ich sage es jetzt mal, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin das erste Mal jetzt hier heile reingekommen und ja, das werde ich jetzt gleich feiern mit einem lecker Kaffee oder so. Ich weiß noch nicht. Liebe Leute, macht ihr gut, euer Spiegel 45. Ein Parkprofi.